Meier auf Schalke vor dem Aus. Nach einer schwachen Leistung im DFB-Pokal hat Trainer Beinzel den Schalker Youngster heftig kritisiert. Meier habe in der ersten Hälfte nur 6 Zweikämpfe geführt und davon einen gewonnen. Die Zahlen sprechen für sich, mehr brauche er dazu nicht zu sagen. In der Halbzeit war der erst 2. Startelf-Einsatz in diesem Jahr für Meier beendet. Die schwachen Leistungen und die Tatsache, dass Meiers Position im neuen Schalker 3-5-2 nicht existiert, werfen Fragen bezüglich der Zukunft des talentierten Mittelfeldspielers auf. Vor allem ausländische Clubs sollen sich für Meier interessieren. Kovac hält Schmerzmittel für nötig. In einem Interview mit der Fußball-Bild sprach Eintracht-Coach Kovac über den Gebrauch von Schmerzmitteln im Profifußball. Diejenigen, die denken, dass es Profifußball ohne den Einsatz von Schmerzmitteln gibt, seien auf dem Holzweg. Die Spieler würden ihren Körpern alles abverlangen. Ihm persönlich stünden nur 50% der Feldspieler aus der Hinrunde zur Verfügung und er müsse improvisieren, so Kovac. Eine Untersuchung der FIFA ergab, dass bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien ca. 70% der Spieler auf Schmerzmittel zurückgegriffen haben. Özil beschreibt Mourinho-Zoff. Mesut Özil geht in seinem neuen Buch Die Magie des Spiels auf die gemeinsame Zeit mit José Mourinho ein. Während der Halbzeit eines Spiels von Real Madrid sollen die beiden aneinander geraten sein. Ein hitziges und provokant geführtes Wortgefecht endete wohl damit, dass der Nationalspieler noch während der Pause freiwillig zum Duschen gegangen ist. Heute verstehe er die Intention des Portugiesen. Er wollte ihn abhärten, ihm die Lässigkeit austreiben. Damals sei er zu schnell zufrieden mit sich gewesen, so Özil. Mittlerweile sei er Mourinho dankbar, er habe ihm seinen größten Fehler vor Augen geführt. Stadionverbote für BVB-Hooligans. Die auf dem Weg nach Darmstadt gestoppten Dortmunder Hooligans sind vom DFB mit Stadionverboten bestraft worden. Die Verbote gelten deutschlandweit und laufen zwischen 4 Monaten und 2 Jahren. Ausschlaggebend für die unterschiedlichen Längen seien vor allem das Alter der einzelnen Personen und die Tatsache, ob sie bereits früher auffällig geworden sind, sagte DFB-Sicherheitschef Hendrik Lefert. Von der Polizei wurden Pyrotechnik, Sturmhauben, Kampfhandschuhe und Wechselkleidung sichergestellt.